Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Guten Morgen. Oh, wie Guten hell ist hier Morgen. gerade geworden? Hast du Licht gemacht oder Nee, das kommt von da da oben oben rein? ist ja, was mir auch gerade eingefallen ist, wenn wir hier unten schon so schön aufs Lichtlevel geachtet haben, da oben drüber kann was spawnen und runterfallen. Ja. Ja, na und? Ja. Also entweder ändert man das noch, indem man mal da hochgeht. Oder? Ich habe da, glaube ich, früher des Öfteren hier einfach eine Glas, dieses Loch hier mit Glas zugemacht. Mit Glas zugemacht, ja. Also jetzt sind wir ja gar nicht. Wir wollten ja nur Sand haben. Eigentlich wollten wir nur Sand haben, genau. Aber jetzt haben wir auch Sand und haben dabei den Tempel freigelegt, was so eine sehr gute Idee ist. Jo. Und dann mal hier. Oh, da kann man auch reinplumpsen. Ich renn mal zurück. Ja, ich komme hinterher, denn ich habe ja auch mehr als genug Sand. Dann kann ich den Boden in dem Lager austauschen. Ja, da fehlt ja auch nicht mehr so viel. Ein bisschen hatte ich ja weitergemacht. Das ist, glaube ich, nicht mehr so viel. Oh, das mit dem Baum hier sieht schön aus. Ja, ne? Oh, ja. Ich fand auch, dass Ist das das eine schön? gute Idee ist. Ja, schön eingefasst und dann ein bisschen so Erde dran. Ja, Aber vielleicht wäre es sogar. das war so da. Ich habe denn, das ist wieder so ein Ding, einfach die Natur Ach übernehmen. so, hast du so gelassen? Ah ja, okay. Ich glaube, ein, zwei Erdblöcke habe ich dabei gesetzt, dass das Ganze symmetrisch ist. Aber Ja, genau. Ich sonst. wollte gerade sagen, ich hätte vielleicht das gerade nicht gemacht. Eben nicht symmetrisch aussieht. Ja, jein. Dadurch, dass das in die Stadt integriert ist, fand ich das ganz okay. Ja. Man kann es ja mal ausprobieren. Mal so, was Ja, einem besser genau. gefällt, behält man dann. So, ich habe hier irgendwo eine Kiste mit Sandstein. Die nicht. Die da. Sandstein Da ist hier. Sand. Ja, Sand und Sandstein. Ich glaube, habe ich sogar getrennt. Hier ist Sand drin. Wo habe ich denn den Sandstein? Da. Und Sandstein ist. Ist hier auf der anderen Seite eine kleine. Kann man aber auch. Oben rechts. Ah, hier, okay. Ja, dann packe ich mir mal Sandstein ins Inventar. Das brauche ich hier. Hast du irgendwo so eine Gerümpelkiste, wo ich mein Inventar ein bisschen Ja, da ausleeren stehst du kann? auch vor. Die ganzen kleineren da hatte ich Gerümpelkisten gemacht. Okay, also einfach rein damit. Ja, das ist eh nur, dass wir hier so ein bisschen Übersicht haben über die Materialien. Grundsätzlich wird das hier ja nicht das Lager, ne? So, So. Ach, da ist gar keine Kohle drin. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, mache ich ein bisschen von dem Kaktus mal als Farbe. Oh nein! Keine Kohle da. ja, dann kannst du dir Holzkohle machen. Ja, werde ich auch Bin müssen. auch auf Holzkohle umgestiegen, weil es viel umweltfreundlicher ist und vor allem geht das viel schneller. Ja, mache ich ja generell, habe ich schon immer gemacht. Habe ich sehr stark auf Holzkohle gebaut. Warum soll ich Kohle suchen, wenn ich mir was herstellen kann? Ja, klar, man muss es nur erstmal wissen, ne? Also das habe ich wirklich schon immer. Sogar damals in der. Ging das in der Alpha schon? Nee, in der Alpha ging das noch nicht. Aber seitdem das ging, habe ich das auch gemacht. Ja, bei mir ist das so nicht so lange her, dass ich da kapiert habe, dass das überhaupt geht. Ja, Weg gut, hier. du hast ja auch später angefangen. Da gab es ja schon viel mehr Möglichkeiten. Nee, ich meine später, das ist Hier. erst ein paar Wochen her. Nee, ich meine jetzt mit. Ja, gut, aber ne, du hast ja, als du mit Minecraft angefangen hast, Ja. hattest du ja schon viel, viel mehr Möglichkeiten. Ach so, ja, das stimmt. Ne? Wenn man von Anfang an sehr stark eingeschränkt war und dann immer die neuen Sachen automatisch lernt, weil yay, da kommt endlich was Neues, Ah, ja, ne? stimmt. Dann kommst du auf so Sachen viel schneller. Ja, klar. So, ich könnte aber mal an dem Gasthaus weitermachen. Ja, ich habe hier drin noch zu tun.
mache jetzt hier den Boden und dann wollte ich mich noch um Beleuchtung kümmern. Was ich mich ja frage, komm mal raus. Ja. Guck mal aufs Gasthaus. Mit dem Dach. Eher in so dunkel, wie ich es hier vorne angefangen habe, oder auch wie das andere in diesem rötlichen Holz? Wie ich es an der Seite angefangen habe. Ich würde es... Ich würde es dunkel machen. Das ist Eichenholz dann. Ich bin mir da echt unschlüssig. Das ist, glaube ich, Eichenholz, ja. Ja, dass das Dach vom Gasthaus eben anders ist als die anderen. Ja. Denn es sieht auch irgendwie langweilig aus, wenn das alles gleich ist. Das stimmt. Ja, und deswegen würde ich das zumindest vom Gasthaus, weil das ja gut, andere Gebäude sind auch besondere Gebäude, wie zum Beispiel das Lagerhaus, aber naja, eben, dass du hier und da mal ein anderes Dach hast. Also nicht nur von der Farbe anders, sondern auch vom Aussehen her. Mhm. Also ich würde es dunkler machen. Ja, dann probieren wir das. Habe ich Kobbel schon? Ja, habe ich. Ach, ich brauche Treppen. Ja. Da fällt mir noch was ein, wo ich gerade das da gesehen habe. Das probieren wir auch aus. Warum habe ich da noch Schleim in der Tasche? Weiß ich nicht. Ups. Nein, da nicht. Hier war noch irgendwo Schleim. Da. Zack. Mal ab da hoch. Da. Ach so, das Kiosk kennst du ja auch noch nicht, was vor dem Gasthaus steht, ne? Den Kiosk? Ja, so eine kleine Frittenbude. Frittenfelix. Ah, Fritten, ja. Ach, das hier meinst du. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ist mir jetzt aber nicht großartig aufgefallen. Aber ja, das sieht gut aus. Da hatte ich ja... Wusste ich ja gar nicht, was es werden soll, wie ich hier die Grundrisse gemacht habe. Ja, doch, das gefällt mir. Das sieht schön aus. Ist nett, ne? Aber wow, weißt du was? Ich würde diese Luken hier an der Seite, die würde ich sogar noch ein bisschen größer machen. Das wäre mir ein bisschen zu klein. Findest du? Ja, die Frage ist nur, wie man das macht, ne? Ja. Ja, mit Treppen, die man seitlich dahin stellt. Achso, du stehst. Ach, meinst du jetzt die. Die Theken oder wie soll man es nennen? Nee, das hier, da so. Ach so. Nee, das habe ich sogar mit Absicht gehabt. So. Ja. Das ist ja die einzige Seite, wo es so klein ist, glaube ich. Nee. Ach nee. Oder? Nee, vor, auf der anderen Seite, genau gegenüber, ist es größer. Ja, das ist größer, ja. Mhm. Hast du gerade mal so Treppen da? Nein. Hm. Dann. Sind aber welche im Lager? Mal schauen, ich mache das einfach mal und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Was herum? Ich sammle es ein. Ich kann es ja nicht liegen lassen. Ja, das ist von oben runtergefallen, als ich das Dach abgerissen habe. Aha, hier haben wir was. Okay. So. Oh! Kann man jetzt ja nur so machen? Ja, jetzt mache ich die Tür auf, das will ich ja auch nicht. Oh. Hör zu. Ja, gut, also wenn, dann würde ich das so machen. Ah ja, aber da... Ich meine, man kann das ja alles wieder wegmachen. Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. So, und dann... Ja, schau doch mal, wie dir das gefällt. Und vielleicht... willst du das ja so lassen? Wenn nicht, dann naja, ist wenig Aufwand, das wieder wegzumachen. Ich komme, Moment. So. Wo? Ach so, andere Seite. Einfach mal rumlaufen, so. Dann siehst du schon. Ja, weiß ich nicht. Ja, wenn nicht, dann einfach wieder wegmachen, ne? Ist ja nur eine Idee. Die Idee an sich ist nicht schlecht, aber irgendwie weiß ich nicht.
Passt nicht zu so einem Kiosk, finde ich. Oder Frittenbude oder wie auch immer. Da liegt noch Zeug rum. Ich fand die Luke nur so ein bisschen so klein. Ja, das ist ja, das ist extrem, ein extrem kleines Frittenbütchen halt. Wie es so an Supermärkten steht, sowas oft, ne? Haben wir hier irgendwo einen Eimer? Nein, aber ich habe welche in der Tasche. Oder? Ja. So. Einer ist ja genug. Erstmal. Ja, was wolltest du sagen? Das einzige wirkliche Bedenken, was ich bei dem Ding hier hatte, ist, es steht direkt vorm Gasthaus. Du kommst aus dem Gasthaus, wo du ja auch essen kannst, und rennst vor eine Frittenbude. Das ist natürlich. Das stimmt, ja. Aber das ist irgendwie komisch. Ist halt die direkte Konkurrenz. Wenn der Seemann nicht so viel Geld hat, richtig fett zu essen, dann ist der hier draußen an der Frittenbude. Wobei hier auch noch so der Gedanke entstanden ist, da drumherum, hier vorne, könnte man ja einen Markt machen. Dann passt die Frittenbude wieder sehr gut. Ja, aber sie steht ja dann immer noch vor dem Gasthaus. Ja, gut, aber naja. Ne? Ja, man, ja, ist ja nicht so wild. Auf der anderen Seite, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, aber ich glaube nicht, dass das Konkurrenz ist. Obwohl die Leute gerne Pommes mögen. Also das. Ja eben, das ist keine direkte Konkurrenz. Die Frage ist jetzt, willst du was Schnelles nebenbei? Dann gehst du da draußen rein. Willst du es dir gemütlich setzen, machen, ne, und vernünftig essen und so? Dann gehst du hier rein. Genau, dann gehst du eben rein. Von daher, das passt, glaube ich, irgendwie schon. Auch wenn du im ersten Moment denkst, what? Ja. So, jetzt habe ich nicht viel geschafft und es ist dunkel. Yay. Wo bist du denn? Ich bin im Lager. Ah. Weil ich würde sagen, wir legen uns hin. Ja, okay. So, dann. Hier kann man direkt ins Wasser fallen, das ist auch cool. Du musst ja nicht runterspringen. Ich habe gerade überlegt. Ja, es sieht wieder strange aus, dass du im Boden liegst. Ich habe gerade überlegt, das ist zwar Geldverschwendung, sag ich jetzt mal, aber man könnte unter deiner Abflüsse Hopper machen. Und dann da irgendwas reinschmeißen? Nö, noch nicht mal reinschmeißen. Es ist einfach nur wieder so eine entscheidende Kleinigkeit. Dass es wirklich ein Abfluss wirkt, weißt du? Ja, aber die sieht man doch dann gar nicht. Ja, eben, die siehst du nur, wenn du richtig genau reinguckst. Ja, genau. Hätte den Effekt, du kannst nicht mehr da runterfallen, da ist ja Wasser. Und du siehst, ja. Ne? War so gerade mein Gedanke. Ist ein bisschen teuer, aber ist egal. So, ich kann, was? Ich kann, darf nicht schlafen, weil Monster in der Nähe. Was? Ja, ich bin schon früher ins Bett gegangen, ich kann. Warum? Wo? Ah, ein Skelett. Ein Knochenbringer. Stirb. Du auch. Wow, Creeper. Soll ich dir helfen? Nee, ich bin gleich fertig. Es waren drei Skelette, ein Creeper. So. Ich komme. Ich hätte mich auch draußen hinlegen können. Aber, warum denn? Oh, ist egal. So. Lieber drin. Gute Nacht. Gute Nacht.